Wir bleiben nur hier, bis der Sturm nachlässt. Wir werden euch nicht behelligen. Okay. Ich heiße Aliena. Wie heißt ihr? Elizabeth. Ruht euch aus, Elizabeth. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Mhm. Sie hat sie angeschleppt. Hätte sie besser sterben lassen. Dann behelligen wir sie mal und reden mit ihnen. Ich hoffe, der Sturm verschont eure Felder und Heime. Davon ist ohnehin nichts mehr übrig. Wir haben nur noch unser Leben. Und unsere Würde. Die hast du noch? Aha, wer ist hier noch so? Schroffer Bauer. Du solltest von hier verschwinden, sobald du kannst. Seid versichert, ich werde gehen, sobald der Sturm nachlässt. Sie vermeidet Blickkontakt. Okay, hallo Elisabeth. Elisabeth. Was geht? Okay, der ist kalt. Du brauchst was zum Wärmen. Nur die Ruhe. Okay. Wir werden sehen, was passiert. Wir haben nicht viel, aber immer genug für eine verlorene Seele. Sie verdient gar nichts. Nimm dir eine Schüssel und bedien dich. Okay, ist das hier eine Schüssel? Eine Decke. Erstmal nehmen wir die warme Decke. Eine verschlissene Decke. Er riecht nach Pferd. Was hast du damit vor? Ich borge sie mir nur aus. Versuchen wir friedlich zu bleiben, bis der Sturm sich legt. Hier, ich gebe es nur mal der Elisabeth. Elizabeth. Danke. Hey, das ist unsere Decke. Könnt ihr nicht sehen, dass sie friert? Lass sie. Es ist nur eine Decke. Wir finden hier was zu essen. Ich glaube, sie friert. Eine Pfanne. Vielleicht sollten wir freundlicher zu ihnen sein. Dann kriege ich eine Pfanne, ja. Nein, sie haben unsere Güte nicht. Eine Schüssel. Hier. Hier wird sich offensichtlich gestritten, ob wir es verdient haben, aufgenommen zu werden. Eine kleine Schüssel. Und ob sie uns wieder wegwerfen und wegschicken wollen sollen. Eine kleine Schüssel mit Suppe gefüllt. Tatsache. Lass sie essen. Nochmal vielen Dank. Ich versuch's. So, hier für dich. Esst das. Ihr müsst hungrig sein. Danke. Das ist sehr freundlich. Warum gibst du ihr Suppe? Dreck! Das ist es, was sie fressen sollte. Wollt ihr, dass sie verhungert? Bitte, fangt keinen Streit an. Wer ist denn sie, dass sie hier so unbeliebt ist? Ihr seid so freundlich. Andere hätten mich sterben lassen. Die Leute hören mir nicht zu. Meine Begleiter haben nicht mal bemerkt, dass ich fehle. Wer? Mein Ehemann und sein Gefolge. Einen feinen Gatten habt ihr da. Mein erster Mann war ähnlich. Deshalb sind wir geschieden. Geschieden? Ach, er ist einfach nicht mehr er selbst, seit seine Mutter. Ach du Scheiße. Ach du Schreck. Was Verlust bedeutet. Und was ihr Leute uns angetan habt. Ich hab so eine Vermutung, von wem sie die Frau ist. Hört auf damit! Seht ihr nicht, dass es ihr schlecht geht? Woher kennen sie euch? Warum sagen sie solche Dinge? Ich habe so eine Ahnung. Ich bin es gewohnt.
Ich schätze, das ist eben so, wenn der Mann ein solches Amt bekleidet. Er muss eine Menge Dinge tun, die den Leuten nicht gefallen. Der Sack von einem Hemdy wird sein, und oder? Manchmal erkennen sie mich auch. Moment. Ist euer Mann der Graf von Shiring? Ich dachte, ihr wüsstet das. William Hamley. Es ist der Drecksack von Shiring. Lasst mich nicht auch noch im Stich. Ich schwöre, ich bin nicht. Ich kann nicht. Ach, ja, berechtigte Frage. Ich kannte ihn, als ich ein Mädchen war. Warum zum Henker? Warum habt ihr ihn geheiratet? Meine Eltern haben die Heirat arrangiert. Und es war eine Ehre, ausgewählt zu werden. Was für ein Mann ist aus ihm geworden? Ich verabscheue ihn von ganzem Herzen. Woher kanntet ihr ihn? Ich war noch nie sonderlich diplomatisch. Also. Er wollte mich heiraten, als ich etwa in eurem Alter war. Ich schätze, er mag junge Mädchen, ganz gleich wie alt er wird. Ja. Ihr solltet ihn auch heiraten? Wieso habt ihr es nicht getan? Er war eine Bestie. Also weigerte ich mich. Ihr habt ihn abgewiesen. Es führte zu viel Leid. Ihr seid so mutig. Ich wünschte, ich wäre wie ihr. Aber ich kann mich nicht einmal gegen die Diener behaupten. Tut nicht so, als hättet ihr keinen Anteil an dem ganzen Unheil. Seit Jahren zieht er durchs Land, um zu plündern, vergewaltigen und zu töten. Es tut mir leid. Er ist kein Graf. Nach allem, was er uns genommen hat, sollten wir ihm auch etwas nehmen. Sie hat damit nichts zu tun. Wagt es nicht, sie anzurühren. Könnt ihr nicht sehen, dass auch sie eines seiner Opfer ist? Mitgefangen, mitgehangen. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, was es heißt, mit jemandem wie Hamley vermählt zu sein? Die Erniedrigung, die Gewalt und das jeden Tag. Es tut mir so leid. Ich weine, weil ihr auch wisst, wie es ist. Ich weiß genug, um eine Vorstellung von eurem Schmerz zu haben. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Aber wo soll ich denn bitte mein Pferd anbinden? Das ist doch nicht er, oder? Es ist Walter. Er sucht nach mir. Ja. Kommt mit mir nach Kingsbridge. Man wird sich dort um euch kümmern. Das sollte gehen. Verstecken. Walter. Schau mal an. Lange nicht mehr gesehen. William wäre sehr erfreut, wenn ich ihm deinen Kopf brächte. Selbst nach all diesen Jahren. Nein! Tu ihr nichts! Ohne sie wäre ich jetzt tot. Sie hat mich vor dem Sturm gerettet. Ach, hat sie? My Lady, wir müssen zurück zur Burg. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. How about nope? Elizabeth bleibt bei mir. Nein, das wird sie nicht. Danke, dass ihr mich gerettet und vor diesen Leuten geschützt habt. Jetzt kommt. Wir müssen weiter. William Buck. Nein. Williams Ehefrau. Über Williams Ehefrau. Notizen von Aljena aus dem Jahre 1154. Hat meine Zurückweisung William so verbittert, dass so viele Jahre ins Land gezogen sind, denen er nichts mehr von einer Ehe hören wollte? War ich der Grund, dass er erst so spät geheiratet hat? Nach meinem Treffen mit Elisabeth
fand ich heraus, dass sie die Tochter von Harold von Weymouth ist, einem wohlhabenden Ritter und Unterstützer von Stefan. Sie war erst 14, als sie Wilhelm heiratete. Bischof Baldwin traute das Paar in der Kathedrale. Bischof Baldwin traut das Paar in der Kathedrale von Shirwick und jeder von Bedeutung hat dem großen Fest beigewohnt. Elizabeth ist ein sanftmütiges Mädchen und fühlte sich bestimmt geehrt, als Frau des Grafen auserwählt geworden zu sein. Ich wage es nicht mehr vorzustellen, was sie durchmachen musste. Ein weiterer Grund, William ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Wegabel Ende. Ist sie jetzt zurückgekommen? Ist sie jetzt wieder bei William oder was? Was ist passiert? Vielleicht erfahren wir es hier in diesem Text. Die Säulen der Erde im Auge des Sturms. Kapitel 17. Der Sturm. Was du getan hast. Du hast eine geheime Kammer unter der Kathedrale gefunden. Du hast nicht gestanden, die Kathedrale angezündet zu haben. Philipps Buch trifft bei der Kirche auf heftige Kritik. Der Krieg zwischen Mathilde und Stefan hat ein Ende gefunden. Du hast Elizabeth reingeholt, nachdem du die Hütte betreten hattest. Du hast ihr etwas Suppe gegeben. Du hast sie mit einer Decke gewärmt. Du bist still geblieben, als Walter die Hütte betreten hatte. Was? Ich bin noch nicht still geblieben. Ich habe gesagt, die Blair Hütte kommt mit mir. Alles klar. Kapitel 18. Die Autos. Lieber Francis, die Briefe, die ich dir in den letzten Jahren geschrieben habe, könnten ein ganzes Buch füllen. Einer unserer jungen Novizen hat mich einmal gefragt, warum ich dir schreibe, wenn du tot bist. Die Jungen können sehr direkt sein. Aber ich glaube fest daran, dass du noch am Leben bist. Eines Tages, hoffe ich, werde ich dich finden. Und dann wirst du diese Briefe lesen. Dann wirst du wissen, dass ich auch ein Buch geschrieben habe. Wegen meines Buches werde ich wohl mit Bischof Henry sprechen müssen. Aber das ist nicht das Einzige, was mich heute Nacht wach hält. Der Staubsturm und die Dürre fordern ihren Tribut von uns allen. Dank unserer Stadtmauer sind wir sicher vor dem Grafen und den Outlaws. Wir hören von Überfällen in der Umgebung. Wir glauben, dass William Hamleys Männer die Angreifer waren. Wir haben genug Vorräte, um noch ein paar Wochen auszuhalten. Aber das Leben ist zum Stillstand gekommen. Martha glaubt, es wird bald Regen geben. Dass der Sturm nur ein Vorbote des Regens ist. Ich hoffe, sie hat recht. Jonathan sorgt sich wegen meines Buches. Die göttliche Seele. In Winchester hat er gehört, dass Bischof Henry nicht erbaut war von dem, was ich geschrieben habe. Ich bin nicht so naiv zu tun, als wüsste ich nicht, warum. Ich schrieb, dass die Hoffnung göttlich sei. Und da Gott uns alle geschaffen habe, seien Hoffnung und Heil nur in uns selbst zu finden. Henry verkauft Hoffnung. Und ich gebe sie ihnen kostenlos. Wenn die Kirche mich auffordern sollte, meine Position klarzustellen, werde ich das natürlich tun. Aber ich spüre, dass ich den Menschen in diesen schrecklichen Zeiten geben muss, was sie brauchen. Und wie könnte ich etwas anderes schreiben, wenn es das ist, was ich wirklich glaube? Ich weiß nicht, ob man darüber schreiben sollte. Ich weiß nicht. Ich
Ich bin ja mal ein bisschen skeptisch beim Schreiben, wenn das dann irgendwann mal entdeckt wird und dann, ich fürchte, darauf läuft es fast hinaus. Hinter einer Mauer in unserer Krypta hat Jack eine verborgene Kammer entdeckt. Wir wissen nicht, wer sie geschaffen hat. Aber es scheint so, dass Prior James sich dort versteckt hat, nachdem er angeblich ertrunken war. Das heißt, dass er noch lebte, als wir uns an Neujahr in Kingsbridge trafen. Dem Tag seiner Beisetzung. Und Jack sagte mir, er habe in der Nacht, als die Kirche abbrannte, einen Mann darin gesehen. War das James? Und wenn ja, ist er in jener Nacht in der Kirche verbrannt? Ich fürchte, nein. Es muss weit nach Mitternacht sein. Jetzt, da ich dir schreibe, sollte ich aufrichtig sein. Denn etwas liegt mir auf der Seele. Jack hat erzählt, er sei in der Nacht des Brandes in der Kathedrale gewesen. Und etwas sagt mir, dass er dafür verantwortlich war. Er sagte es nicht laut, aber da war etwas in seinen Augen. Ich konnte die Wahrheit sehen. Ich weiß, dass ich recht habe. Ich glaube, Tom wusste es auch nicht. Mein Gott, rettet euch! Den Heiligen! Wir müssen den Heiligen Adolphus retten! Feuer! Das ganze Dach steht in Flammen! Mein Gott! Geh da nicht rein! Adolphus! Der Heilige! Wir müssen ihn retten! Nein, nein, geh nicht! Und so schrecklich es klingen mag, ich kann Jack in meinem Herzen nicht einfach vergeben. Vielleicht, weil dieses Geständnis so spät kommt. Und von einem Mann, dem ich Vertrauen geschenkt habe. Das ist die Wahrheit. Wer hat das nicht verstanden? Ich sollte an die frische Luft gehen, Francis. Der Sturm hat sich gelegt. Jack arbeitet noch. Wie immer. Na dann gehen wir mal an die frische Luft hinaus. Die Kathedrale, da stehen noch ein paar Gerüste. Eine prachtvolle Kathedrale. Aber ich wäre mit der alten mehr als zufrieden gewesen, wäre sie nicht abgebrannt. Okay. Wenn James beim Brand umgekommen ist, was ist mit seinen sterblichen Überresten? Er wurde nie christlich bestattet. Und das ist Jacks Schuld. Aha. Weg zur Kathedrale. Hallo? Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er eine christliche Bestattung verdient hat, der böse Mensch. Das kam aus der Küche. Oh nein. Sollten wir mal in der Küche nachschauen. Und erst mal in die Kathedrale gehen. Oh, ihr seid es. Du hast mich erschreckt. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Wart ihr das? Nein. Aber ich habe es auch gehört. Vielleicht ist Aliena zurückgekommen. Nein, sie schläft. Sie ist schon vor ein paar Stunden angekommen. Aha. Verdammt. Jack. Entschuldigung, da ist jemand in der Küche. Ja, ich glaube, du hast recht. Bleibt hinter mir. Ich gehe voraus.
Es ist jemand hier drin. Ja. Outlaws. Sie, was macht ihr? Nicht nur was essen. Ich rede mit ihnen. Was wollt ihr? Gut. Was tun wir jetzt? Wir werden dir nichts tun. Hörst du mich? Au. Warum hast du das getan? Ich hole die anderen. Nein. Was? Es ist nur ein Kind. Nur ein Kind. Jack hatte ihm vergeben. Einfach so. Und ich habe ihm auch vergeben. Denn er war selbst nicht mehr, als er in Kingsbridge ankam. Nur ein Kind. Natürlich. Wie kann ich diesen Mann dafür verurteilen, dass er seine Tat nicht gestanden hat? Ich habe seiner Frau Aliena nie gesagt, dass ich an ihrem Schicksal schuld war. Und an dem ihres Vaters. Selbst in dieser Nacht, als wir uns alle trafen, verschwieg ich es ihr weiter. Die Mauern von Kingsbridge waren nicht mehr genug. Die Outlaws hatten einen Weg hineingefunden. Wir waren in unserem eigenen Heim nicht mehr sicher. Kopfkratz. Tja. So weit ist es also gekommen. Kingsbridge wird angegriffen. Warum hat Onkel Richard sie nicht weggejagt? Ja, genau. Warum? Aber, nicht gleich übertreiben. Das ist doch keine Belagerung. Es waren nur zwei. Einer davon ein Kind. Aber sie hätten dich fast getötet. Unser Graf William Hamley lässt sein eigenes Volk verhungern. Während einer Dürre würde ein gerechter Herrscher helfen. Aber niemand hat sich ihm in den Weg gestellt. Und darum brennt er unsere Felder nieder, zerstört unsere Städte und ermordet unsere Familien. Richard, bitte, nicht jetzt. Es ist leicht, einem verzweifelten Kind die Schuld zu geben. Zu vergeben ist viel schwerer. Das ist wahr. Aber vergeben müssen wir. Kannst du das? Vergeben, meine ich. Das habe ich schon. William Hamley ist der wahre Grund. Er ist schuld. So einfach ist das. Naja, lange wird William nicht mehr Graf bleiben. Der Vertrag von Wallingford wurde endlich unterzeichnet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Dinge sich ändern. Was für ein Vertrag? Ganz Winchester ist deswegen in heller Aufregung. König Stefan und Mathilde haben ein Abkommen geschlossen. Mathildes Sohn, Herzog Henry, wird zum nächsten König gekrönt. Aber Stefan wird weiter regieren, solange er lebt. Dabei wurde auch geregelt, dass alle Länder den früheren Besitzern aus König Heinrichs Zeiten zurückgegeben werden. Die Grafschaft wird wieder uns gehören. Das wird nicht geschehen. Und warum zur Hölle nicht? Zur Hölle! Das will ich nicht gehört haben. Niemand wird versuchen, das durchzusetzen, ehe Stefan tot ist. Niemand mit wirklicher Macht jedenfalls. Und was machen wir nun? Wir brauchen nur zu warten, bis Mathildes Sohn auf dem Thron sitzt. Und dann bitten wir ihn um Hilfe. Und wenn Henry die Entscheidung anfechten sollte, hätte er das Heer des Königs gegen sich. Wenn sie Hunger haben,
Können wir ihnen nicht etwas zu essen geben? Ich gebe was ab. Das sollten und das werden wir. Aber es sind zu viele, um sie alle zu ernähren. Wir müssen etwas tun. Ich kann jedenfalls nicht herumsitzen und warten, bis Stefan an Altersschwäche stirbt. Der Vertrag von Wallingford ist in Kraft. Ich werde nicht nochmal 17 Jahre warten. Nicht, wenn ich so kurz davor stehe, das Versprechen einzulösen, das ich meinem Vater gegeben habe. Du hast recht, aber es war nicht William Hamley, der uns gestern überfallen hat. Wir müssen uns über die Outlaws Gedanken machen. Also, was machen wir jetzt? Auch sie sind Opfer. Wir müssen Mitgefühl zeigen. Wenn wir Kingsbridge verteidigen, müssen wir so wenig Leid zufügen wie möglich. Oder besser noch, so vielen helfen wie möglich. Es wird alles nur schlimmer, wenn wir keinen Weg finden, gegen William Hamley vorzugehen. Was ist mit seiner Mutter? Es heißt, dass Hamley auf sie noch hört, dass sie in Earl's Castle immer noch mitredet. Ja, sag seiner Mutter. Wenn wir mit Regan Hamley sprechen, können wir vielleicht einen Ruf zu den Waffen vermeiden. Das ist aussichtslos. Wir müssen sie angreifen und die Burg unseres Vaters zurückerobern. Selbst wenn das hieße, Schuster mit Outlaws zu kämpfen. Mir gefällt beides nicht, um ehrlich zu sein. Mir auch nicht. Also, was denkt ihr, Aliena? Oha. Ja, lieber verhandeln als die zum Krieg aufstacheln. Ich werde mit Regan Hamley verhandeln. Ich gehe nach Earl's Castle. Allein. Ist das dein Ernst, Ellie? Regan Hamley steht mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht ist sie wirklich bereit zu verhandeln. Ich hoffe, ihr habt recht. Ich reite mit dir. Kommt nicht in Frage. Nicht mit diesem Bein. Das muss man versuchen. Außerdem, wenn wir alle bei ihnen auftauchen, könnten sie sich bedroht fühlen. Man muss den diplomatischen Weg versuchen. Die Säulen der Erde im Auge des Sturms, Kapitel 18, Outlaws. Die ersten Outlaws sind bis nach Kingsbridge vorgedrungen. Du hast eine Chance, Shiring zurückzuerobern und den Spur zu erfüllen. Das ist eine kurze Zusammenfassung. Ein kurzes Kapitel. Und so kehrte ich nach 17 Jahren an den Ort zurück, den ich einmal mein Zuhause genannt hatte.